Guten Tag, ich bin hier im Landesarbeitsgericht Berlin, Magdeburger Platz 1. Und heute wird die Berufung meiner Kündigungsschutzklage verhandelt. Tja, ich muss mich da überraschen lassen, was da kommt. Ne? Es fühlt sich hier immer an, als ob man selbst der Angeklagte ist, aber ich bin nicht angeklagt, ich klage. Es ist völlig unstrittig, dass ich eine Meinung haben darf. Es ist völlig unstrittig, dass auch Lehrer eine Meinung haben dürfen. Es ist völlig unstrittig, dass auch Lehrer ihre Meinung sagen dürfen. Es ist völlig unstrittig, dass sie weitgehend autonom agieren, dass sie Unterrichtsfreiheit besitzen, dass sie das auch im Unterricht sagen dürfen. Ja? Wobei ich das noch nicht mal getan habe. Jedenfalls nur beiläufig. Tja, und dann ist natürlich auch unstrittig, dass Lehrer ihre Schützlinge zu schützen haben. So, wie geht das? Wenn jemand unter einer Maske hustet, dann sagt man dem zum Beispiel, kommen Sie mal mit raus, nehmen Sie mal Ihre Maske ab. Wie fühlen Sie sich? Ist jetzt besser? Dann kommt das Husten ja wahrscheinlich von der Maske. Und dann dürfen Sie die nicht aufsetzen. Aber noch nicht mal das habe ich in dieser Form gesagt. Nun gut, aber ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was soll denn der Grund meiner Kündigung sein? All dieses Gewäsch, was die mir nach Hause geschickt haben? Zitate aus meinen Videos? Wie erbärmlich. Machen Sie doch selbst mal ein Video. Sagen Sie doch selbst mal Ihre Meinung. Zeigen Sie doch mal, dass Sie auch Medien machen können. Wie der Medienlehrer Bormann, der für seine Schüler zeigt, wie man Videos macht und in diesen auch mal seine Meinung sagt. Und was wird heute verhandelt werden? Wieder ein Bild aus irgendeinem von den Hunderten von Videos. Oh, ich bin gespannt, ich bin sehr aufgeregt. Ja, ich habe versucht, irgendwie ein bisschen runterzukommen. Ich werde versuchen, meine Klappe weitgehend zu halten, hier im Gerichtsgebäude. Ist ja eigentlich auch alles gesagt. Mein alter YouTube-Kanal ist wieder da, kann man sich alles angucken. Was noch hinzukommt, ist, dass ich mit meiner Einschätzung ja Gold richtig gelegen habe. Was will die Schulverwaltung mir heute noch vorwerfen? Das wird spannend. Und das fasse ich jetzt hier nach der Verhandlung zusammen. Und klemmst dann hier hinten dran. Ja, hallo. Wir befinden uns in Berlin. Heute ist 15. Mai und ich habe gehört, du hast heute Gerichtsverhandlungen gehabt. Bitte erzähl, was war heute los? Ich habe heute eine Berufungsverhandlung gehabt zu meiner Kündigungsschutzklage gegen den Berliner Senat. Ja. Und zwar ging es darum, dass mir während der Corona-Pandemie eben so manche Äußerungen einfach in meine Videos hineingeraten sind, die der Schulverwaltung nicht gefielen. Und die haben die dann immer gleich in Form von Kündigung gegen mich ausgespielt. Noch eine fristlose Kündigung, noch eine fristlose Kündigung und so weiter und so fort. Und das heißt, es hat sich bei mir inzwischen ein Stapel von 10 Kündigungen angesammelt, die jetzt nacheinander abgearbeitet werden müssten. Ja, mit irgendwelchen Behauptungen, dass man irgendetwas nicht sagen darf. Und die Formulierung von mir, die haben wir uns heute zum Teil nochmal während der Verhandlungen angehört. Und es ist schon klar, dass die sogenannten Spritzenbefürworter, sage ich mal, die nicht gut fanden, weil ich stets in Frage gestellt habe, dass diese Dinger gesund sind. Und nun gut, das hatte jetzt Kündigungen zur Folge und dagegen bin ich per Kündigungsschutzklage vorgegangen. Die erste Runde habe ich verloren, weil ein Richter tatsächlich der
Argumentation der Gegenseite, der Vertretung der Senatsverwaltung gefolgt ist und mir quasi permanent Antisemitismus und Verniedlichung des Holocausts und irgendwie solche Sachen vorgeworfen hat. Ne? Das haben die daraus abgeleitet, dass ich einfach sagte, dass dieses vergrößten Verbrechen doch alles toppt, was jemals da gewesen ist, selbst wenn ich die Dinge miteinander addiere. Sie haben mich nicht gefragt, wie ich denn darauf komme, weil die Antwort ist ja relativ einfach. Wenn ein Herr Gates im Fernsehen auftritt und sagt, jetzt werden wir mal eben 7 Milliarden impfen und dabei geht irgendetwas schief, dann ist es das größte Verbrechen, was jemals stattgefunden hat. Da gibt es kein Wenn und kein Aber und das ist so, das ist ein Fakt. So, das haben Sie einfach nicht verstanden. Das haben Sie deswegen nicht verstanden, weil für Sie die Aussagen der Regierung einfach in irgendeiner Form heilig waren wohl. Sie wollten es nicht kritisieren, und sie wollten nicht in Frage stellen. Ja. Richtig, also so dieser Wieler-Devise, das werden wir jetzt einfach mal so machen und das tun wir jetzt einfach mal so. Und jeder, der da fragt, ist irgendwie ein Ketzer. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Und Nichtgläubiger und so weiter und so fort. Haben wir auch bei der römisch-katholischen Kirche schon gehabt mit der Inquisition und ähnlichem. Bloß die Situation, in der ich mich jetzt befinde, ist natürlich die, dass selbst wenn das alles richtig ist, was ich bisher behauptet habe, ich habe in meiner Schule keinen Ärger. Ich kann meinen Unterricht ganz normal fortsetzen und so weiter und so fort. So behauptet doch die Schulverwaltung, das Arbeitsverhältnis wäre völlig zerrüttet und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch einzelne Kollegen, die das so unterschreiben würden, solche Aussagen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich noch Lust habe, wirklich unter diesen Bedingungen jetzt wieder anzutreten. Und das ist das, was mich auch in den letzten Tagen hat sehr schwer schlafen lassen, sag ich mal. Man liegt da und fragt sich dann, was hast du denn jetzt eigentlich vor? Willst du das Ding jetzt durchfighten bis zur letzten Kündigung oder so? Gibt es da nicht vielleicht noch irgendwas, was da anders laufen könnte? Es haben einige Leute für mich gebetet und so weiter, haben sie mir gesagt, Rüdiger, ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, dass es alles gut geht. Und ich wusste eigentlich nicht wirklich, was damit gemeint sein könnte, weil bis heute Morgen stand es fest, wir werden dieses Ding durchfighten, wir werden gegen alle Kündigungen vorgehen, eine nach der anderen abräumen und dann dem Senat eben zeigen, dass sie sich auch an geltende Gesetze zu halten haben, wie Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und was es da so alles gibt. Ja? Und da war ich mir eigentlich immer richtig sicher, dass das alles okay ist, was ich mache. Dass es überspitzt ist, dass es an der Grenze des Sagbaren ist. Okay, alles zugegeben. Es war in der Situation unbedingt notwendig zu überziehen, weil wenn niemand mit einem reden will, und die letzte Chance, etwas zu sagen, noch Videos sind und ich zufälligerweise der Techniklehrer bin, der das auch sagen kann in einem Video und der das auch noch zum Unterrichtsinhalt vielleicht machen könnte, ja, dann kommt natürlich das alles an einer Stelle zusammen, wo dann die Schulverwaltung sagt, eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was wir hier machen sollen. Und dann fragen wir mal unseren, ich weiß nicht, wer denen die Befehle gibt, aber es war ziemlich offensichtlich, dass die nicht eigenständig agiert haben. Weil keine eigenständig agierende Behörde würde jemals auf die Idee kommen, Gesundheitsmaßnahmen in die Schule hineinzutragen. Egal, ob das jetzt Impfteams oder Impfstationen oder Ärzte sind, die da einfach nur wandernd herumspazieren oder so. Das geht einfach nicht. Dazu stehe ich auch heute noch. Wenn sich jemand impfen lassen möchte und es ein freiwilliges Angebot ist, dann kann man diese Leute zu ihrem Arzt des Vertrauens wandern lassen und dann können die das zu Hause in ihrer Freizeit machen. Ja? Ja. Und die Art und Weise, wie man das hier uns hier übergeholfen hat, war nicht in Ordnung. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Das ist auch immer noch meine Meinung. Aber da gibt es auch immer noch andere Meinungen, die das irgendwie anders haben wollen. Ich muss aber auch sagen, meine Energien sind auch begrenzt und meine Themen sind vielfältig. Ich möchte auch in meinem Leben noch andere Sachen machen. Ja? Ja, was weiß ich, mal mit meiner Frau in Urlaub fahren oder so oder einfach mal mich jobmäßig dann vielleicht neu orientieren, wenn das hier nicht mehr so fortsetzbar ist. Und das scheint ja einfach so zu sein, weil mit Vorgaben dieser Art kann ich als Lehrer nicht arbeiten. Und wenn sich dann die Schulverwaltung fragt, warum sie so wenig Freiwillige hat für ihren Lehrerjob, obwohl sie doch ein anständiges Gehalt bezahlen,
dann liegt das unter anderem darin, dass sie glauben, sie könnten erwachsene Menschen gängeln. Und das ist nicht mein Ding. Ja? Da muss man dann irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, rote Linie überschritten, das war's. So, die Verhandlung ist vorbei und ich bin nicht der Erste, der jetzt meldet, dass ich einen Vergleich geschlossen haben soll. Nun ja, also es wird einen Vergleich geben, wenn die Schulsenatorin dem zustimmt. Das ist richtig. Warum ist das so? Warum stimme ich so einem Vergleich zu? Wo doch eigentlich die Rechtslage mehr oder minder klar ist, dass eine Meinung ist und es in Deutschland Meinungsfreiheit gibt. Nun ja, die Senatsverwaltung hat mir insgesamt 5 Kündigungen mal 2 geschickt, jeweils so fristlos und ordnungsgemäß. Und die müsste ich ja alle abräumen. Das heißt, selbst wenn ich diese Klage jetzt gewinne, gegen diese Abmahnung, gegen diese beiden Kündigungen, dann müsste ich weiterhin kämpfen gegen 3 weitere Kündigungen und deren Rechtmäßigkeit bestreiten. Es mag ja sein, dass das alles machbar ist, aber ich lag schon 2 im Krankenhaus mit Vorhofflimmern. Meine Nerven sind nicht beliebig belastbar mit solch einem Blödsinn. Ich möchte gerne meine letzten Lebensjahre mit netten Leuten verbringen, die mir nicht so einen Unsinn unterstellen. Und von daher ist ein Vergleich gar nicht so schlecht für mich. Weil ich kann die Augen wieder auf das richten, was mir wichtig ist im Leben. Ja? Ich hätte natürlich auch gerne noch etwas getan für meine Schülerinnen und Schüler, für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Schulleitung und tatsächlich auch für die Senatsverwaltung. Ja? Wenn die mich als Berater zu irgendwas gefragt hätten, sie hätten immer eine Antwort bekommen. Das waren nie die schlechtesten. Nun gut, ich werde ein qualifiziertes, ordentliches Zeugnis bekommen und nicht so ein Quatsch wie das, was ich jetzt letztens bekommen habe von der Schulverwaltung. Ich habe keine Lust, mich darüber zu streiten. Ich möchte genauso erhobenen Hauptes aus dieser Verhandlung rausgehen können wie die Schulverwaltung. Und wenn die das nicht möchte, dann werden wir uns eben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter streiten. Das macht aber einfach keinen Sinn. Heute ist der 16.05.2023, ein Tag nach der Verhandlung meiner Kündigungsschutzklage in der Berufung. Und wie geht's mir damit, mit dem, was da gestern passiert ist? Ich find's nach wie vor okay. Ich find's nach wie vor ein Kompromiss, den ich mittragen kann. Weil nach all dem, was passiert ist, nach all dem Druck, dem Stress, den gegenseitigen Beschuldigungen, muss man sich in einer Form voneinander trennen, die es ermöglicht, mit etwas Neuem zu beginnen. Es kann nicht darum gehen, das, was war, in dieser Form fortzusetzen. Und zwar von beiden Seiten. Es kann für die Senatsverwaltung nicht darum gehen, ihre Lehrer zu vergraulen, indem man denen die eigene Meinung verbietet. Und es kann auch für mich
als Lehrer, der seine Meinung gesagt hat, nicht darum gehen, in den nächsten Jahren diese Meinung noch weiter in der Schule zu vertreten, weil es mich einfach langweilt, immer und immer wieder die gleichen Thesen wiederzugeben, die gleichen Fakten wiederzugeben, die gleichen Meinungen wiederzugeben und zu sehen, dass die andere Seite darauf nur mit Ablehnung reagiert, mich abweist, sagt, das wollen wir nicht hören, das wollen wir nicht sehen, darüber wollen wir nicht nachdenken. Und wenn das so ist, dann ist doch klar, was passieren würde, wenn ich wieder in der Schule auftauche. Ich müsste mich jeden Tag dafür rechtfertigen, dass ich selbst bin. Dass ich ein Mensch mit einer eigenen Meinung bin. Dass ich jemand bin, der aufrecht durchs Leben geht mit dieser eigenen Meinung. Und überhaupt nicht hinterm Berg hält damit. Und überhaupt keine Kompromissfähigkeit hat, die Klappe zu halten an der einen oder anderen Stelle, sondern immer gleich herauskommt mit dem Herzen auf den Tisch und sagt, so nicht, nicht mit mir, nein, das geht nicht, so machen wir das nicht. Das ist jetzt etwas, was die andere Seite aber auch berücksichtigen sollte für ihre weiteren Planungen. Wenn ich als Schulsenat in Berlin dafür werbe, dass Menschen den Lehrerberuf ergreifen sollen, dann braucht man ganz klare Ideen, wie Lehrer sich verhalten dürfen, auf jeden Fall. Und nicht diesen Unsinn, der aus meiner Sicht Unsinn ist, nämlich zu behaupten, es gäbe ein Mäßigungsgebot, welches so weit geht, dass man die Gesundheitsschädigung und den Mord an Leuten billigend in Kauf nimmt für das ihm gewährte Gehalt vielleicht. Ja? So, das kann nicht sein. Ich habe es immer wieder gesagt, ein ungetesteter Impfstoff, der kein Impfstoff ist, kommt nicht in meinen Körper. Und alle anderen täten auch gut daran, genauso zu denken. Und wenn sie das nicht tun, das habe ich jetzt gelernt, dann ist das nicht mein Problem. Dann ist es deren Problem. So, es ist in einem Sozialstaat natürlich schon mein Problem, weil ich finanziere den Unsinn, dass andere ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und damit weniger leistungsfähig sind in dieser Gesellschaft. Dass sie länger krank sind, dass sie ausfallen in ihren Jobs, dass sie früher in Rente gehen, weil sie eben nicht gesund sind. Weil sie sich eben etwas reingezogen haben, wovon man all die Nebenwirkungen bekommt, die bereits in den Pfizer-Dokumenten drinstehen, die nie ein Geheimnis waren, zumindest seit 2021 nicht. Und die auf jeden Beipackungszettel zu jedem dieser sogenannten Impfstoffe gehört, aber leider dort nicht draufsteht. Vielleicht steht es inzwischen drauf. Ich hoffe mal, dass es draufgeschrieben wird. Und ich hoffe mal, dass die Ärzte ihren Patienten diesen Beipackzettel dann auch vorlesen, bevor es zur Injektion geht. Ja? So, das nur dazu.
Es gibt viele, 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 viele Fragen zu klären. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Aber das ist nicht mein Bier alleine. Ja? Das ist die Aufgabe von investigativen Journalisten, von Aufklärern, die schlaue Fragen stellen, die Antworten analysieren, die da kommen, auf ihren Wahrheitsgehalt, die das nachprüfen, die verschiedene Antworten gegenüberstellen, die Differenzen zwischen ihnen aufzeigen und die das ganz cool machen, ohne diese Emotionen, die ich stets in meinen Videos gezeigt habe. Ne? Damit das dann auch für die erträglich wird, die eine ganz andere Meinung haben. Hm? Aber manche Meinungen sind halt nicht haltbar, sobald die Fakten auf dem Tisch liegen. Und das, glaube ich, reicht jetzt mal für dieses Video. Also, alles okay hier. Ich freue mich auf die Zeit, wo ich wieder zu mir kommen kann, wo ich wieder vernünftig schlafen kann, wo ich keinen Prozess mehr am Arsch habe, wo ich einfach ich selbst sein kann. In meinem neuen Leben, in der neuen Normalität, die ich bestimme für mein Leben. Nicht die da oben. Schönen Tag noch. Heute ist der 30. Mai 2023 und ich denke immer noch drüber nach, was eigentlich so passiert ist. Ich stelle fest, es gibt genau null von mir gesehene und unterschriebene Protokolle zu irgendeinem Fehlverhalten in der Schule. Es gab nie ein Fehlverhalten in meiner Schule. Es gibt auch keine Kündigungen seitens meiner Schule. Alle Kündigungen kamen aus der Senatsverwaltung. Der ganze Fall, wie er sich heute darstellt, ist ein Fall politischer Verfolgung. Mobbing, Ausgrenzung, Diffamierung und Diskreditierung eines verdienten Lehrers. Und was mache ich heute? Ich denke weiter drüber nach, wie ich diesen Fall als warnendes Beispiel der Öffentlichkeit präsentiere, damit er sich in dieser Art und Weise nie, nie, nie mehr wiederholt in Deutschland, in dem Land, in dem Denunzianten, politische Aktivisten diverser Couleur immer wieder Hochkonjunktur hatten und immer wieder Leute tatsächlich schafften, aufzustacheln zu einem Fehlverhalten, was seinesgleichen sucht. Und wenn so etwas passiert, dann muss man das dokumentieren. Peinlich, genau, klein, klein, klein zum Nachlesen. Ob es jemanden interessiert? Das haben sich die Leute, die den Osten, die SED-Diktatur aufgearbeitet haben, auch nicht gefragt, ob es jemanden interessiert. Sie wussten, dass das ein Thema von allgemeinem Interesse ist und sie haben es aufgearbeitet. Und die Corona-Diktatur, so nenne ich das jetzt mal, die wird auch aufgearbeitet.